Hey, was ist das, ein Sternchen? Was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Denki Online. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen kleinen Account unterwegs. Dieses Mal auf der wunderschönen Karte Lärm mit der Freeze. Und wir haben heute wieder ein Thema mal. Da fällt sie ja. Nun, wirklich interessant, Madame. Wirklich interessant. Nun, kennen Sie eigentlich den Ehrenkodex, den sich die Spieler selbst erteilt haben? Man dürfe bei Goldboxen nicht killen. Diesen Ehrenkodex, nun, gegen den verstoßen sie doch sehr dramatisch und eiskalt, würde ich mal hier an dieser Stelle einfach mal behaupten. Ja, schubs mich ruhig weg, mein Freund. Ist okay. Dies kann ich noch vertragen heute. Wenigstens ist jetzt meine Goldbox gefallen. Leider mal wieder nicht bekommen, da hatte ich eine sehr ungünstige Position. Was soll's. Auf jeden Fall, ich habe mal meine Premium-Quest abgegeben, jetzt so für 3 Stunden Premium. Damit ich mich auch mal in die Reihen der Premium-Kinder mal ein bisschen einbetten kann. Und, ja, das heutige Thema ist, weil das letzte Thema doch, ja, wie soll ich sagen, das Banken hatte mit der Option, ja, Werbung einzublenden, dachte ich mir mal heute so, Mensch, nachdem das letzte Video ja sehr gut ankam, was das Like- und Dislike-Verhältnis ankam, wahrscheinlich lag das nicht am Thumbnail, um Gottes Willen, die 93 Millionen Kristalle habe ich natürlich gebankt, wie man hier sehen kann. Ja, also ich hätte da wahrscheinlich auch 900 Millionen hinschreiben sollen, damit es klar wird, dass ich keine 90 Millionen gebankt habe. Aber na gut, ich dachte mir, wenn ich mit der Summe übertreibe, dann wäre ja, glaube ich, schon klar, dass das nicht sein kann. Es ist so wie diese ganzen Goldbox-Fängerlappen, Like a Ofer und so. Ja, die machen ja auch auf ihren Screen 100 Millionen, ich habe nachgezählt, 130 Millionen 795 Goldboxen, ne, die sie fangen. Laut dem Screen. Und dann sieht man leider Gottes nur 2. Passiert, ne? Deswegen, ich werde mich darum kümmern, im nächsten Video, wo ich über Kristalle spreche, anstatt 90 Millionen 3 Milliarden hinzumachen. Ich glaube, dann kommen wir so in die Dimension, wo vielleicht man denken könnte, Mensch, die News wieder Helfer geworden? Joke. Okay, wie dem auch sei, das heutige Thema ist Werbung. Und, Werbung für sich, Werbung für irgendwas, Werbung für, weiß ich nicht, für Genekinder ohne Zuhause? Nee, keine Ahnung. Werbung aber nur. Und Werbung ist ja auf YouTube so ein Thema, ne? Vor allem bei den großen Kanälen, die machen ja Werbung für jeden Scheiß, kommt es mir vor, ne? Die machen ja Werbung für Hast du nicht gesehen und Hast du nicht gesehen Teil 2 auch, ne? Das muss man sich immer mal vor Augen halten. Und Teil 3 soll ja auch schon in den Startlöchern stehen. Also unfassbar, unfassbar. Dennoch, Werbung, wie vielleicht der ein oder andere weiß, wenn er nicht aus Versehen jedes Mal seinen Adblocker anhat, der weiß ja, auf meinem Kanal gibt es auch das ein oder andere Mal Videowerbung. Oder auch Produktplatzierungen. Wenn ich mir mal denke, Mensch, ich muss mir mal wieder so eine 5-Sterne-Reise leisten, dann gibt es auch mal Produktplatzierungen. Und also Leute, ich will nur mal sagen, ne, für den einen oder anderen, der das jetzt nicht verstanden hat, ja, das war Sarkasmus. Und wie dem auch sei, ich hoffe, dass man das verstanden hat. Und da stellt sich einem ja immer die Frage so, meine Fresse, was tue ich mir hier eigentlich an? Gucke ich mir noch ein Video an oder gucke ich mir eine Dauerwerbesendung an? Ja, das fragt man sich dann doch relativ oft. Vor allem bei großen Kanälen, wo du dir denkst, what the fuck, ne? Also manche machen es ja wirklich dreist, ne? Die lügen förmlich den ganzen Zuschauern, den ganzen kleinen Kindern, die sie erst so weit nach oben gepusht haben und denen einen Kontostand in fünfstelliger Höhe verschafft haben, denen lügen sie auch noch dreist ins Gesicht, so kommt es mir vor. Ja, aber es ist mir bei manchen Videos aufgefallen, es ist so komisch. Apps sind da, glaube ich, eine ganz gute Sache. Weil auch da habe ich mal das Angebot bekommen, eine Vorstellung zu, weiß ich nicht, zu irgendwelchen Apps zu machen. Also das stand relativ frei. So, ja, wir haben hier ganz viele Apps, so, ne? Kannst ja mal machen. Und das Lustige war, da wurden echt schon Vorschläge geliefert, so wie man das machen könnte. Das fand ich schon krass. Also beispielsweise mit so Top-Videos, so meine Top 5 für meine Apps, die nie fehlen dürfen auf einem Smartphone oder so. Solche Videos halt könnte man natürlich machen. Ne, aber bei einem, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, aber das war auch lustig. Hat wenigstens gekennzeichnet, okay, das ist hier Schleichwerbung, wollte ich gerade sagen. Das ist hier Produktplatzierung.
Und er hat aber, so kam es mir vor, nicht mal was gesagt dazu. Also das Einzige, was ich da entnommen habe, war, dass anscheinend irgendwie seine Freundin eine richtig coole App auf dem Handy hat und das wollte, und diese App wollte er dann auch mal vorstellen. Das denke ich mir auch jedes Mal so, wenn ich mir denke, oh, sie haben aber leckere Milch gekauft. Wo haben sie die denn her? Dürfte ich diese Milch mal in meinem Video zeigen, damit alle Leute wissen, wie lecker diese Milch doch ist? Mmm, lecker, lecker, lecker. Unfassbar, ne? Ach nee, das ist nur flüssiger Schimmel. Und, es ist, diese Melina, ne? Diese Melina, die sich ja geoutet hat. Unfassbar. Und, bei der, die hatte doch so eine Art 1-Million-Abo-Special, oder? Kann man doch so sagen, oder? Kann man doch so sagen. Das soll jetzt nicht eine Folge sein, wo ich mich aufrege, aber das gehört ja auch zur Werbung, nicht wahr? Man macht ja Werbung für andere Sachen. So, Produktplatzierungen. So, Product Placement, um mal hier den englischen Begriff loszuwerden, damit ich voll hip klinge. Ja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, da hat sie doch auch voll Apps vorgestellt und ich dachte mir so, oh mein Gott, ja, oh mein Gott. Also wirklich, wie kann man das sagen? Da ging es doch um eine App, irgendwie so eine Farming-App, oder? Wo du so dein, irgendwie so einen Bauernhof hattest und da Möhren farmen konntest und so weiter. Und sie war anscheinend richtig addicted, ne? So richtig addicted, Alter. Ohne Spaß. Ich bin da auch immer so addicted, wenn ich sowas spiele. Unfassbar, Alter. Ich könnte die Dinger 3 Tage lang ohne Essen und Trinken durchspielen. So addicted bin ich. Ich denke mir jedes Mal so, oh mein Gott, krieg ich jetzt eine goldene Möhre, wenn ich jetzt so 100.000 Möhren gepflückt habe innerhalb von 24 Stunden? Na, ich hoffe doch mal. Boah, ich bin so addicted nach dem Game. Unfassbar. Also wenn ich demnächst auch noch Kühe von den Feldern pflücken kann. Boah, unfassbar. Aber dann bin ich so richtig addicted, ne? Ja, was ist... Es ist... Gehört sich das überhaupt in einem Special unbedingt Werbung mit reinzupacken? Man kann jetzt sagen, ja gut, so ein Special wird natürlich geschaut, wenn ich hinschreibe 1 Million Abonnenten-Special. Dann freuen sich die Leute. Ja, jetzt kommt mal was Schönes. Und dann kommt halt so... Ich bin addicted. Schaut euch meinen Bauernhof an. Ganze 3 Kühe habe ich hier verkauft. In your face, Alter. So addicted bin ich. Ja, das ist dann halt so. Ich weiß nicht genau. Aber muss glaube ich, nicht sein, oder? Also vor allem in so einem Special-Video. Weil für mich ist ja so ein Special-Video dann eher so. So ein Video, wo du einfach Danke sagst, ne, für das, was dir die Leute ermöglicht haben in dem Sinne. Also danke dafür, dass ihr mir auch einen 5-Sterne-Urlaub ermöglicht habt auf den. Unter den schönsten Brücken dieser Welt. Unfassbar. Wir haben damals noch mit irgendwelchen Einheimischen da Urin getrunken unter der Brücke. Ah, es war ein schönes Wochenende. Ehrlich, danke für euer ganzes Geld. So. es war schön. Ich freue mich übrigens schon auf die nächste Brücke in Brandenburg. Ja, das wird mein nächster Urlaubstrip sein. Das wird wahrscheinlich auch sehr schön. Aber ihr wisst ja, Freunde, ich bin da richtig addicted. Und ja, aber das soll jetzt erstmal zu Product Placement gewesen sein, glaube ich. Ich glaube, meine Haltung dazu, an sich finde ich das ja nicht schlecht, okay? Wenn man, weil es muss auch irgendwo sein, jetzt nicht für mich unbedingt, aber es muss für YouTuber auch, ich sag mal, da besteht in Anführungsstrichen, jetzt kommen wir mal schon wieder zum Thema Zwang, ne? Aber lasst mich das so erklären, liebe Freunde. YouTube. Ich hoffe, dass die meisten anfangen, weil sie einfach nur Spaß an der Sache haben. Natürlich gibt es immer mal wieder Vollidioten, die sagen, ich nehme jetzt so Minecraft auf, ja, und werde dann bestimmt so berühmt wie XY, ja, und dann mache ich richtig viel Geld und dann kippe ich um, nee, doch nicht. Und dann kippe ich nicht um und dann kriege ich 130 Millionen Abonnenten und dann mache ich mir ein schönes Leben. Das ist mein Ziel. Gut, so sollte man natürlich nie an die Sache rangehen, aber es gibt immer wieder so Spezialisten, vor allem natürlich in den jüngeren Jahren, die sagen immer wieder, Niu, jetzt kommen wir schon wieder zu dem Thema, die sagen immer wieder, Niu, wie werde ich so reich wie du? Und ich dachte immer wieder, also wenn du dir demnächst wieder einen Urlaub unter der Brücke leisten willst, Alter, dann mach dasselbe wie ich, nimm Tanky auf. So, darauf stehen die Kinder. So, nee, aber... bei mir ist es zum Beispiel kein Zwang, ne? Ich mach das ja nicht hauptberuflich. Also es ist ja nicht so, dass ich 24/7 hier mit YouTube beschäftigt wäre. Ich bin da noch nicht so in der Größenordnung. Ich glaube noch 3 Abos mehr und ich habe ein sorgloses Leben. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, bei größeren oder, naja, nicht bei größeren. Oder bei großen, besser gesagt. Da ist es, glaube ich, nicht mehr nötig, dass man unbedingt in jedem zweiten Video
Werbung einbinden müsste in Form von irgendwelchen Produkten, die man richtig geil findet, weil man sie halt zufällig mal gefunden hat oder so. Und komischerweise hat man dann lustig wie man ist, halt noch ein Angebot dafür bekommen. Richtig krass, unfassbar. Denke ich mir auch jedes Mal. Wenn ich halt irgendwie so einkaufen oder so, ne, und da, ich sehe da so, oh, Tomaten. Wisst ihr, und dann schreibe ich die Firma auch noch immer am selben Tag an und sage, ey, New, kannst du mal unsere Tomaten vorstellen? Und dann sage ich, ah, geil, Mann, ich habe heute eure Tomaten entdeckt und jetzt schreibt ihr mich an wegen Tomaten? Ist ja unfassbar, ne? Ja, so oder so ähnlich ist der Alltag bei mir. Und, wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Bei großen YouTubern, so im Millionenbereich, da glaube ich jetzt nicht wirklich, dass man unbedingt darauf angewiesen ist, Produktplatzierungen zu machen, um davon leben zu können. Aber so bei Mittelklasse-YouTubern, Mittelklasse-Reichweite-YouTubern, keine Ahnung. Also die jetzt nicht gerade ein Millionenpublikum begeistern können, aber doch schon mit hohen Aufrufen, Punkten. Sagen wir es mal so, es reicht so, man bekommt 2000 Euro im Monat, okay? Ist ja immerhin schon etwas, ne? Klar, muss man ein bisschen abziehen und so, aber es ist doch ein guter Nebenverdienst dann auf jeden Fall. Bei Hauptverdienst kann man sich vielleicht nicht gerade so einen 5-Sterne-Trip unter eine Brücke leisten. Aber hey, wenigstens eine 4-Sterne-Brücke, ne? Und jetzt stellt euch mal vor, dieser Kanal, der zeichnet sich dadurch aus, dass er richtig geilen Content bietet, der auch wirklich geil ist und nicht einfach so billig vor so ein IKEA-Regal gestellt und dann gesagt, ja, hallo, Freunde, ich stelle euch heute meinen leckeren Duschschaum vor, den ihr natürlich essen könnt, weil er voll vegan ist. Unfassbar. Und, ich weiß jetzt nicht, ob den Leute wirklich essen, aber, steht da nicht drauf, dass man den nicht essen darf? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, Hashtag vegan. So, ich verkaufe übrigens auch veganes Mineralwasser. Wer Lust hat, kostet nur 10 Euro pro Liter. Bar auf die Hand. Also, den Liter Wasser auf die Hand. Die Plastikflasche, die vegane Plastikflasche aus kontrolliertem biologischen Plastikanbau, kostet nochmal 3 Euro extra. Mit einem Fassungsvermögen von 300 Milliliter. So, nee, aber, richtig geilen Content, der wirklich, wirklich aufwendig produziert ist, wo das Equipment, weil man es wirklich dann braucht, ja, sagen wir mal, so ein geiles Mikrofon, so ein richtig heißes Studiomikrofon und sowas, ne? Und so hast du nicht gesehen, Raum vielleicht noch mieten und so, weil man halt irgendwas halt machen will. Und das halt jede Woche und die Leute finden es geil. Und sagen wir mal, die Produktionskosten sind da so bei 200 Euro pro Video, ja? Weil vielleicht muss man Raum mieten und so weiter und so fort. Und vielleicht lädt man Gäste ein und die wollen vielleicht auch nur für Geld rein oder so. Keine Ahnung, ist ja scheißegal. Aber sagen wir es mal so, die Produktionskosten eines Videos liegen dann so mit Strom und Getränken und Verpflegung und tanzenden Affen liegt halt so bei 200 Euro pro Video. Und jetzt muss man sich halt vorstellen, okay, gut, die Videos kommen geil an, ne? Und irgendwie muss ich das ja auch finanzieren, weil 200 Euro ist halt schon so, puh, ne? Wie will ich das machen? Ich muss ja auch noch andere Sachen bezahlen, ne? Und da 200 Euro jedes Mal für ein Video auszugeben, da hofft man natürlich, dass mit den Werbeeinblendungen, weil die Leute das geil finden, ja, zum Beispiel mein Kanal, ne, unfassbar, aber wenn ich nie auf Streife wache, erhoffe ich mir auch jedes Mal 100.000 Euro am ersten Tag. Joke, 3 Millionen. Und, nee, aber da hofft man natürlich, dass man wenigstens durch die Werbeeinblendungen die Produktionskosten reinbekommt, dass das halt wenigstens kein Verlustgeschäft in dem Sinne ist. Ne, weil muss man sich wirklich die Frage stellen, das macht man vielleicht 1, 2, 3 Mal, aber dann merkt man so, Alter, das läuft halt nicht, wenn zum Beispiel die Hälfte der Leute einen Adblocker anhaben und halt diese Videowerbung nicht sehen können, wollen, nun, dann kommt halt weniger Geld rein und da muss man sich so vorstellen, okay, gut, 200 Euro gebe ich aus für das Video und die Leute wollen das sehen, aber durch die Werbung bekomme ich nur 20 Euro rein, da habe ich halt so einen klitzekleinen Minusspielraum von 180 Euro, das kann ich vielleicht 1, 2 Mal finanzieren, aber danach wird es schon sehr heftig und dann muss man sich halt schon die Frage stellen, wie komme ich an das beschissene Geld dafür? Und da hofft man halt, okay, gut, Videowerbung geht nicht, was bleibt mir denn noch übrig? Naja, Produktplatzierungen blieben mir noch übrig. Und dann gibt es aber Leute, die sagen dann vielleicht so, was, Produktplatzierungen jetzt in dem Video? Warum denn?
warum machst du das? Und dann kommt doch mal so, dann kommt noch mal das gleiche Video und sagen wir mal, für diese Produktplatzierung gibt es dann schon allein dafür 200 Euro. Dann gibt es halt Werbung 20 und halt diese Werbung in Form von Produkt zeigen. 200 macht 220. Auf einmal macht man damit plus. Ist doch super, man hat wenigstens die Kosten, diese Kosten, die sowieso bei einem Video anfallen, schon mal reingeholt. Und weil es ja auch an sich Zeit kostet, das Video, also erstmal an sich vielleicht die Location vorzubereiten etc. pp. Und generell schneiden, hochladen und so, das kostet ja alles ein bisschen Zeit, ne? Und da hat man wenigstens dann so eine Art Aufwandsentschädigung für die Zeit sogar. Das wäre dann auch schon mal super, ne? Und dann machst du das im nächsten Video wieder, Produktplatzierung, und irgendwann denken sich die Leute, what the fuck, Alter, warum wird das langsam zu einer Dauerwerbesendung? Ich meine jetzt noch nicht unbedingt die Leute, wie gesagt, die halt 3 Millionen Abonnenten haben und darauf und gezwungen sind, irgendwie also Produkte zu zeigen. Ihr könnt mir nicht sagen, dass Leute, die Millionen Klicks auf ihre Videos bekommen und davon sonst wie viele im Monat rauskloppen, dass sie so wenig Geld verdienen, dass sie ihre Miete nicht zahlen können und am Ende mal, vielleicht am Ende des Monats sich nicht mal ein Brötchen leisten können. Also so wenig durch Werbung kann man gar nicht machen, ne? Das ist unfassbar. Also wirklich, macht man halt vielleicht eine zweite Werbeeinblendung in dem Video, so. Naja, aber, wer will mir denn erzählen, dass Leute mit Millionen Klicks so wenig Geld machen, dass sie ihre Miete nicht zahlen könnten? Es ist dann einfach nur so, mehr, mehr, ich will mehr. Ja, aber es regt mich dann irgendwo auch schon auf. Es regt mich auf. Kleinere YouTuber, die vielleicht darauf angewiesen wären oder die halt wirklich geilen Content produzieren, den sie halt irgendwie finanzieren müssen, ja. Die werden dann in dem Sinne auch angepisst, weil sie halt auch Werbung oder Produkte zeigen müssen, um halt das irgendwie zu refinanzieren, weiß ich nicht. So. Ne, aber es geht halt einfach eher darum, um Leute, die halt wirklich geilen Content machen. Ah! Ja, wirklich, wirklich so übelst geilen Content, wie zum Beispiel meine episch geilen Tanky Let's Plays, ne? Ihr wisst alle, die wurden von Gott selbst ins Leben gerufen. Es ist unfassbar, wie eingebildet ich bin. Naja. Aber dann gibt's halt Leute, die pissen das dann an, so, Alter, warum machst du hier Werbung, 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 Werbung für irgendwelche Produkte und so? Das ist doch beschissen, Mann, ich will einfach nur das Video sehen. Da kommen wir leider ja zu dem Problem mit den Adblockern, weil Adblocker können eine gute Sache sein, wenn du dir so Bling-Bling-Werbung nicht antun willst, so, keine Ahnung, Mutter hat irgendwie, hast du nicht gesehen, entdeckt, wie sie in einer Woche ganze 300.000 Kilo bei einem Elefanten abnehmen kann und Abnehmindustrie ist geschockt darüber und Lebensmittel, die da, keine Ahnung, oder Millionärspaar zeigt, wie man in einer Stunde 100 Millionen Euro verdienen kann mit diesem einfachen Trick. Oder herzlichen Glückwunsch, Sie sind der Gewinner und hast du nicht gesehen? Solche Werbung, da wäre man froh, wenn man Adblocker hat, weil das ist so, what the fuck, Alter? Warum geben sich die Leute überhaupt Mühe, so eine Scheiße überhaupt ins Netz zu stellen? Dennoch können Adblocker scheiße sein, wenn es halt darum geht, dass man sich nur über Werbung finanziert. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur YouTuber an sich, die sich entscheiden, okay, das Ganze läuft gut und so weiter und so fort und ich will jetzt das Ganze öfter machen, damit sich die Leute über mehr Videos freuen, anstatt ein Video in der Woche, kann man dadurch dann vielleicht 4 Videos in der Woche, wenn halt der Content aufwendig produziert werden muss, ja, dann ist ja klar, dass man halt irgendwie die Zeit dafür braucht und wenn man eben erst alles aufnehmen muss, schneiden muss, also wirklich dann schneiden muss und hast du nicht gesehen, ne, dann dauert halt so eine Produktion schon etwas länger. Und da wäre man natürlich schon irgendwo froh. Ich bin tot wahrscheinlich. Nee, jetzt nicht, aber jetzt. So, jetzt nicht, aber jetzt. Da wäre man natürlich schon irgendwo froh, wenn man dann halt dafür Zeit hat, weil es einem selber Spaß macht und weil man denkt, ja, es könnte genauso viel bringen wie mein jetziger Job und so, ne? Dann, ja, wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Auf jeden Fall, wenn man sich dazu entscheidet, das dann zu machen. Da muss man halt natürlich gucken, wie man dann am Ende des Monats halt Geld für alles hat, ne? Und da wäre halt, wie gesagt, Werbung. Aber wenn jetzt jeder unbedingt einen Adblocker anhat, ja, dann kriegt man eben kein Geld rein. Und dann muss man sich die Frage stellen, okay, gut, dann mache ich das halt so, dass ich jetzt nur noch ein Video in der Woche mache, dafür aber arbeiten gehe, um eben Rechnungen zu bezahlen und hast du nicht gesehen. Und dann sind die Leute angepisst, dass halt so wenig Videos kommen und so. Ja, und dann es ist leider so, dass viele nicht verstehen, wie sich Leute eben finanzieren, aber auch Seiten irgendwie, ne? Beispielsweise Nachrichtenangebote im Internet oder so, wenn die sich eben nur ausschließlich durch Werbung finanzieren, aber niemand, der da drauf, niemand, der sich die Artikel durchliest, Werbung zulässt,
dann kriegen sie auch keine Einnahmen. Das heißt, dass die Leute dann einfach halt feuern müssen und weniger dadurch produzieren, dass eben weniger Leute da sind und vielleicht den Betrieb irgendwann komplett einstellen und jeder wundert sich so, hä? Warum gibt es die denn nicht mehr? Und ich glaube, dass das nicht viele begriffen haben. Leider glaube ich zumindest. Ich weiß nicht. Ich meine, aber vor allem die Jüngeren, da kann ich mir echt vorstellen, dass wenn man noch klein ist und man nicht versteht, dass, was das halt mit der Werbung auf sich hat, dass man da wirklich, ich sag mal, die Existenz, wenn es wirklich hart auf hart kommen sollte, dass man dadurch, dass niemand die Werbung schaut, die Existenz von Leuten gefährden kann, weil sie eben dadurch gar kein Geld mehr einnehmen und damit aufhören müssen, was Leute geil finden, weil sie, dass sie dann halt damit aufhören müssen, weil es eben nur noch Minus bringt und dann hat man, glaube ich, auch keinen Bock mehr. Weil ganz ehrlich, wer will denn irgendwas produzieren, wenn er, sage ich mal, 2000 Euro hat und er müsste dann jede Woche 200 Euro für irgendein Video zur Seite legen, weil es die Leute sehen wollen. Das macht dann ja schon in einem Monat 800 Euro, die man zur Seite legen müsste, also jetzt auf 4 Wochen gesehen. 800 Euro, die man zur Seite legen müsste, um das Video zu produzieren. Die Leute wollen es sehen, aber niemand schaut Werbung. Dann fragt man sich echt so, okay, gut, die Leute wollen es sehen, ja, aber ich muss dafür 800 Euro im Monat zur Seite legen, damit ich den Raum irgendwie finanzieren kann, den ich da gemietet habe und was auch immer. Je nachdem, was man halt produziert, das ist jetzt einfach nur so ein Beispiel, damit es, glaube ich, etwas klarer wird. Ich meine, also meine Let's Plays haben jetzt auch nicht gerade den krassesten Aufwand ever, deswegen muss ich mir nicht denken, okay, ich muss jetzt für jedes Video unbedingt 200 Euro zur Seite legen. Spaß, das sind 30.000. Was habe ich denn heute mit der 3, Alter? 3 Millionen, 30.000, was ist los mit mir? Aber wirklich hochwertiger Content. Und da möchte man natürlich auch besser werden, also kauft man sich eine neue Kamera, neue Mikrofone und hast du nicht gesehen. Und das kostet natürlich auch alles Geld, aber wenn das nur Minus bringt und man das nicht mehr machen kann, man hat vielleicht Bock, aber man kann es eben nicht machen, weil das halt so einen krassen Minus gibt, dass man das gar nicht mehr finanzieren kann. Und wenn man nicht unbedingt jetzt lebenslangen 5-Sterne-Urlaub unter einer Brücke machen will, dann stellt man halt sowas eben ein und dann sind die Leute angepisst, dass es sowas nicht mehr gibt. Und das wäre alles nicht passiert, wenn sich die Leute wenigstens vor dem Video einen Clip angucken. Aber es ist halt so eine Sache, es gibt ja Seiten, die machen, die haben dann wenigstens schon Hinweise auf ihren Seiten, das ist ja auch schon sehr lange, dass halt da steht, hey, du hast gerade einen Adblocker aktiv und es würde uns ja sehr freuen, wenn du den Adblocker ausmachen würdest, weil wir uns eben durch Werbung finanzieren und bla bla bla. Aber gäbe es da überhaupt Alternativen dazu bei YouTube? Ja, also es gibt ja YouTube Red, wo man eben werbefrei das gucken kann, aber für ein Video halt, ja, also die Künstler, ich sag mal in dem Sinne, die Produzenten, die bekommen ja dann durch diesen YouTube Red Dings halt einen gewissen Anteil, wenn sich die Leute über YouTube Red das anschauen. Ich weiß gar nicht, ob es YouTube Red in Deutschland gibt, aber ich glaube nur in den USA, glaube ich, erstmal, oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall USA, das weiß ich. Aber Deutschland, da bin ich mir gar nicht so sicher. Oder halt eben so halt abonnieren, aber nicht kostenlos, sondern halt kostenpflichtig oder kostenpflichtige Inhalte und so, damit man eben keine Werbung sich antun muss, aber wenn man natürlich den Content feiert, dass man eben halt dafür ein paar Euro oder so im Monat zahlt und so weiter, das sind glaube ich die einzigen Alternativen, für die man halt hier auf YouTube hätte, außer halt, also so zu Videowerbung gäbe es natürlich Product Placements, aber da wären wahrscheinlich Leute auch angepisst, wenn eben in jedem Video Werbung zu sehen ist für irgendwelche Produkte. Das ist da wahrscheinlich der Großteil auch angepisst und dann sind sie weg und dann denkt man sich so, ja super, jetzt habe ich halt sehr viel davon gehabt, ne? Aber ja, ansonsten diese Bezahlmodelle, die wären glaube ich die einzige Alternative für Dings. Aber auf jeden Fall, um was es ja eigentlich geht, ist ja eher dann die Diskussion danach und die war schon im letzten Video ordentlich, deswegen auch hier wieder ein bisschen diskutieren, wie seht ihr das Thema Werbung generell auf irgendwelchen Seiten oder auch hier bei Videos und so weiter und so fort und auch Produktplatzierungen, ob es dort für den einen oder anderen einen angemessenen Umfang gibt, also weiß ich nicht, irgendwie einmal im Monat oder so oder keine Ahnung und nicht halt jedes Video 3 Produkte vorstellen oder so. Aber das würde ich mir zum Beispiel auch nicht gerne antun, wenn ich halt wüsste,
ich schaue mir jetzt hier die Videos an und in jedem Video werden hier irgendwie 3 Produkte vorgestellt, für die er bezahlt wurde. Dann kann ich mir auch sowas auf irgendwelchen Teleshopping-Sendern angucken. Da muss ich ja nicht unbedingt mir YouTube-Videos geben. Aber ansonsten, was gibt es denn noch zum Thema zu sagen? Es ist halt einfach so, Werbung ist natürlich nervig. Klar, wenn man irgendwas sehen will und man davor erstmal so eine scheiß Werbeeinblendung hat und die geht dann noch 5 Minuten. Bei mir ist das lustig, bei mir gibt's anscheinend, also ich hab das jetzt nur durch Kommentare mitbekommen. Früher war das auf jeden Fall krass. Früher gab es anscheinend bei den meisten nur Katzenwerbung unter meinen Videos, ja. Und jetzt hatten einige auch Werbung für Kondome und ich denke mir so, ich mache hier Tanky-Videos und es gibt Katzenfutter-Werbung und Kondom-Werbung unter meinen Videos. Ja, ich habe wirklich Glück. Ich habe Katzenfutter als Werbung und ich habe sowas halt, ne? Perfekt! Mehr braucht man doch gar nicht, oder? Falls er sich jetzt so denkt, ich gebe die Flagge ab, dann kann er es leider vergessen. Will ich nur mal so gesagt haben. Also, ich weiß ja nicht, wie es mit euch ist, aber wenn er sich so denkt, ja, ich krieg wahrscheinlich jetzt so die Flagge oder so. Ja, nee. Wieso stehen jetzt hier alle oben? Können sie nicht einfach mal nach unten und irgendwie mal was für ihr Team tun? Ja? Ja? Das wäre doch schon mal was. Boah, ansonsten weiß ich gar nicht mehr, was ich dazu sagen kann zum Thema Werbung. Ich habe, glaube ich, schon relativ viel gesagt, ne? Das kann dies sein? Ich musste mich gerade heilen, weil ich nicht wusste, ob der Railgun-Schütze da gerade richtig krass drauf ist oder nicht. Naja, was soll's. Aber ansonsten war eigentlich schon wieder mit der Zeit relativ gut am Start. Da brauche ich nicht mehr viel sagen. Ich habe auf jeden Fall heute ein paar EP gemacht. Ja, das hat man, glaube ich, vernommen, dass ich heute einige EP gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wie viel, aber auf jeden Fall habe ich oft auf die Schnauze bekommen. Das habe ich mitbekommen. Relativ oft auf die Schnauze sogar bei den Gegnern hier. Oh, das sieht ja auch relativ scheiße aus. Also die haben 22 Flaggen, wir haben gerade mal 12. Wir haben da ordentlich was eingebüßt, ne? Dadurch, dass ich hier über sowas laber. Ansonsten im nächsten Video gibt es dann wieder ein Thema, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen interessanter, als nur Scheiße zu labern. Ich war Scheiße labern, kann man ja sowieso bei New auf Streif und so, ne? Aber hier wäre es ja mal wieder ein bisschen sinnvoller, wenn es etwas mit ein bisschen Niveau gibt, ne? Aber abschließend zum Thema Werbung. Werbung ist an sich halt nervig, aber für einige natürlich auch eben die Existenzgrundlage für das, was sie machen. Jetzt nicht unbedingt für mich. Ich mache das eh nicht hauptberuflich, deswegen ist mir das so mit der Werbung so gut wie egal, wenn man es so nimmt. Weil das einfach nur so Nebeneinkünfte sind für mich und ich mir da eigentlich keine Sorgen mache. Und ich auch jetzt nicht gerade den Zwang verspüre, jetzt das Ganze hauptberuflich zu machen, ist für mich das ganze Thema mit der Werbung immer so am Ende so, yay, heute, wieder ein bisschen Gewinn gemacht, aber jetzt nicht unbedingt, wo ich mir sage, oh fuck, Alter, wie kann ich jetzt dies und das bezahlen? So ist das jetzt für mich im Moment sowieso nicht. Also daher, mich trifft es nicht, aber es trifft dann leider Leute, die halt wirklich das Ganze hauptberuflich machen, weil sie merken, okay, gut, den Content, den ich mache, der schluckt echt viel Zeit und die Leute wollen den sehen und so. Aber ich muss den halt irgendwie finanzieren, aber die Leute sehen es halt nicht ein, dass sie dadurch... dass sie halt einen Videoclip sehen müssten, um das irgendwie zu finanzieren. Es ist halt so eine Sache. Man denkt sich so, oh, Werbung, Alter, Werbung, so richtig geldgeil. Aber wie gesagt, das Beispiel jetzt mit den 200 Euro pro Video und 800 Euro im Monat, wenn das wöchentlich kommen soll, ist halt schon heftig. Da muss man sich dann wirklich die Frage stellen, so, okay, ich gebe 800 Euro für dieses Format im Monat aus und ich kriege nur nach dem Beispiel, was ich mit den 20 gesagt habe, nur 80 Euro wieder rein, machen 720 Verlust. Da ist halt ich glaube, ich kann das nicht mehr lange machen. Und dann sind die Leute angepisst, warum das nicht mehr kommt. Ne? Und wenn man dann sagt, ja, Freunde, hättet ihr die Scheiße einfach vor dem Video geguckt, dann wäre das ja alles kein Problem gewesen. Dann hätte die Scheiße noch geiler werden können. Das ist dann so, ui, echt jetzt? Nur für 30 Sekunden Videoclip sehen und ich kann das geile Format, was ich sowieso feiere, noch geiler machen? Ah, schade. So oder so ähnlich, aber es soll jetzt mal erstmal zum Thema Werbung hier gewesen sein. Das soll jetzt auch keine Dauerwerbesendung sein. Ist es eine Dauerwerbesendung für das Spiel Tanky Online? Mein Gott, ich bin Let's Player. Also gut, bei 700 Teilen, ich weiß nicht.
Und 3 Jahre? Oh, keine Ahnung. Nee, aber... Ja, das soll es dann erstmal wirklich, glaube ich, zum Thema Werbung gewesen sein. Eine halbe Stunde haben wir jetzt so da ein bisschen gequatscht. Wie steht ihr dazu? Dann am besten auch mal in die Kommentare schreiben, wie im letzten Video. Ein bisschen halt so, ne? Dingsen. Außerdem, ja, ich sollte mal unbedingt ja mit Freeze spielen, weil das gewünscht wurde. Im letzten Video hatte ich dann Vulkan, durfte ich mich auch wieder rechtfertigen, unfassbar. Ach, so ist das Leben. So ist das Leben eines Gottes in Tanky Online, ne? Man muss sich für alles rechtfertigen, nur weil man so geil ist. Okay. Ich merke schon. Das wird nicht besser. 10 Minuten hätten wir ja noch, aber ich will jetzt nicht 10 Minuten Scheiße labern, nachdem ich über Werbung gelabert habe. Gelabert. Wer labert auch über Werbung? Richtig, wir alle labern. Labern, Alter. Boom, in your face. So, guck mal, ich will mir gar nicht meine KD anschauen. Nee, ich lass das mal hier. Uiuiuiuiuiuiuiui, um Gottes Willen. Das war aber ein Schaden. Junge. Das war ja heftig, Alter, Falter. Die Kristalle sind zwar ein bisschen nach oben gepusht worden, jetzt so durch das ganze hier, durch das ganze Spielen. Unfassbar, geh mal weg hier. Ah, da, danke schön. Dies ist doch sozial. So mag ich das. Soziales Verhalten in Tanky Online. Höret. So, aber anscheinend kriegen wir es aber auch nicht auf die Reihe, jetzt irgendwie dort unten die Fleck zu holen, oder? Ja. Der nächste hat sie eingenommen. Ich glaube, das ist etwas schwerer als gedacht. Vielleicht sollte ich ja mit Freeze rein, aber nee, ich habe keinen Bock. Ich habe jetzt hier die Fleck. Ich will die erobern. Ich will noch eine Fleck wenigstens erobern. Die IP sind mir jetzt an dieser Stelle relativ egal, aber... Heiß und fettig! Genau wie deine Mutter. Nee, die ist nur fertig. Okay. Gut, jetzt haben wir's. Ich habe eigentlich Bock, das, die Schlacht hier noch zu Ende zu machen. 8 Minuten. 9 Minuten noch. Ja gut, da machen wir noch 9 Minuten ein bisschen. Also mir auf Streife kann ich jetzt wahrscheinlich hier nicht so schön machen. Aber komm. Reden wir noch ein bisschen Scheiße. Reden wir noch ein bisschen um den heißen Brei hier 9 Minuten lang. Die Leute wollen noch lange Videos sehen, nicht wahr? Auch wenn ich jetzt hier 9 Minuten lang nur noch hinten verteidigen muss, meine Fleck verteidigen muss, was soll's? Nice. In your face, Alter. So. Ich hab ja wenigstens hier meine Standard-Easy. Die schützt mich ein bisschen, das finde ich sehr sozial. Also wird das schon. Das wird schon. Ui. Da kommt aber noch eine Easy. Da kommt eine Easy mit einem Full-Drug. Easys mit Full-Drug sind nicht wirklich schön. Ich glaube, das weiß man. Dass eine Easy damit... Ah, das ist ein Raygun. Ah, Eis. Hör auf. Aus. Böse Raygun. Ne, die Mine liegt noch, ich wollte schon sagen. Also immerhin liegt die Mine noch da, das ist super. Und wir verteidigen noch immer gut. Wenigstens verteidigen wir die Fleck noch, das ist... Wollte mich da jemand anschießen? Hä? Wollte mich da jemand anschießen? Aber gut, dafür nutze ich wenigstens jetzt mein Premium relativ ordentlich, ne? Ich guck mir mal wirklich am Ende der Schlacht mal mein... Ah, fuck, Alter, ist das ein Schaden! Oh Gott, jetzt bin ich tot. Alter. Okay. Dieser Schaden war viel. Super. Tja, Freunde. Ich will ja nicht sagen, dass ich der Beste bin. Aber ihr seid es auch nicht. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich der Beste bin. Schade. Wir kriegen aber ordentlich auf die Fresse. Also viele Kristalle wird es für uns sowieso nicht mehr geben. Bei fast, also ich würde sagen, das ist jetzt die 24. Ja, mal gucken, ob ich da noch komme. Lelelelele. Ja. Hi, wie geht's, wie steht's? Wie geht's dir, Bro? Ja. Lasst mich durch! Och, leck mich doch. Hat die Easy mich nicht gesehen? What the fuck, Alter? Ja, das war's. Gleich erobert, da kommt der nächste. Ja. So. Wenigstens ein bisschen Schaden gefressen. Okay, gut, an die Fleck kommen sie auch nicht. Der kommt jetzt auch von unten. Soll er ruhig. Hi. Kriegst du schon wieder ein bisschen gefreezed? Gefreezed kriegst du rein, ja. Klar, gefreezed. Er kriegt gefreezed rein. Ja, natürlich. Natürlich, was anderes käme mir da auch nicht in den Sinn, ne? Ui. Alter, what the fuck? Also wenn der es schafft mit... Na, Gott sei Dank.
Also manchmal haben es meine Fahrskills echt drauf, ne? Muss man schon ehrlich so sagen. Meine Fahrskills sind manchmal wirklich das Beste. Das Beste vom Besten, ja? Also so wie ich hier fahre, unfassbar. Ich schaffe es, wenn sich der eine hinmault, was auch immer, dass ich das auch nochmal hinbekomme. Oh, Alter, wir kriegen es, glaube ich, gar nicht mehr. Wir kriegen nur noch auf die Fresse durch die... Die Dragon auch hart durch, da kannst du nicht mal gegen Dragon. So krass ist das. Ja, komm, Alter, hast du noch eine Easy im Rücken oder was? Nee. Bringt ja gar nichts mehr. Also 5 Minuten, müssen wir hoffen, dass wir in den 5 Minuten nicht nochmal 5 Flaggen reinbekommen. Aber das ist echt verloren. Das ist richtig verloren. Da bleibt uns nichts weiteres übrig, außer jetzt einzugestehen, dass wir gerade richtig schlecht waren. Ich will hier noch wenigstens ein paar EP ergattern. Ich bin ja auch schon mehr oder weniger Level up. Ja gut, was heißt hier mehr oder weniger? Es fehlt noch ein bisschen. Ja, mal gucken, wie lange das noch dauert. Es sind halt noch ordentlich viele EP für meine Verhältnisse. Aber dann habe ich auch schon mal den Brigade drin. Und dann kann man doch darauf auch stolz sein. Nicht wahr? Kann man auch darauf stolz sein, oder? Kann man, ja. Alter Falter. Ne, ich will einfach nur mal wissen, wie wenig Kristalle ich hier noch mal am Ende bekommen kann. Und wie viel EP ich gesammelt habe. Ich will jetzt gar nicht auf meine KD gucken und so weiter. Ich lasse mich da echt mal überraschen. Aber ich glaube nicht mal, dass das eine 1er ist oder so. Also es wird... Das wird leider sehr, sehr schlecht sein. Würde ich mal vermuten. Es lohnt sich gar nicht mehr. Die haben zwei Easys da, die ganzen Leute schön heilen. Und wir müssen halt hier irgendwie verteidigen. 26 Flaggen. Boah, das ist... Wir haben gar nichts bekommen, wirklich. Also am Ende. Wir haben ja, vielleicht am Anfang ein paar Flaggen geholt. Aber jetzt nur noch... Nur noch verloren. So, der kommt jetzt auch ordentlich durch. Hat auch einen Full Drug gesammelt. Die klauen sich ja eh da oben die ganzen... da oben. Die klauen sich da unten die ganzen Drugs und dann kommen sie da locker durch. Das ist jetzt so richtig verloren. Die haben ja das ganze Drugfeld da unten für sich. Wir kommen ja nicht mal runter. So. Also das lohnt sich gar nicht. Zack, da ist die nächste Flag schon wieder. Das ist echt... Das ist jetzt nur noch ein Durchrushen für die. Mehr nicht. Schade eigentlich. So. Aber wie gesagt, das ist ja halt auch ein großes Problem von Tenki, die einfach mal diese Fairness der Mannschaften, nicht Fairness, einfach diese Spielbalance, wenn man es so beschreiben möchte, die ist halt manchmal wirklich so minimal ausgeprägt, um jetzt nicht zu sagen, die ist manchmal so behindert, aber die ist, glaube ich, gar nicht wirklich da. Also so diese Chancengleichheit, was will man da machen? Wenn du einmal das falsche Team gewählt hast und du hast ein Team, was ordentlich durchdruckt, dann kriegst du halt so hart auf die Schnauze, wie man hier sehen kann. Die kommen locker durch, die fahren unsere ganze Abwehr platt. Lass den erstmal ein bisschen liegen, Leute. Ja gut, dann bringen wir sie halt zurück. Von mir aus. Ist sie sowieso verloren. Ob die jetzt, glaube ich, noch 1, 2, 3, 4 oder 5.000 Flaggen machen, ist, glaube ich, jetzt auch egal. Oder? Ist, glaube ich, echt nicht mehr wirklich ausschlaggebend. Meine Fresse, ob wir jetzt am Ende die Spieler 50 Kristalle mehr oder weniger bekommen, mich soll es nicht jucken, ey. Ja, die kommen einfach locker durch, das ist es. Das ist schon die 28. Flagge, jetzt für die 2 Minuten sind noch zu spielen. Tja, was soll man dazu noch sagen? Wir kriegen es ja nicht mal auf die Reihe, wenn hier unser gesamtes Team in der Abwehr steht, dass man hier verteidigen kann. Vielleicht sollte ich mal Mammut nehmen. Nee, Quatsch, nicht Mammut. Titan. Titan auf Fließ, weil jetzt habe ich halt noch immer die Angriffskombi drauf. Aber lohnt sich ja nicht mehr. Aber es lohnt sich auch generell nicht mehr irgendwie jetzt so zu wechseln. Was soll das? Ist scheißegal. Kommt die nächste Easy wieder. Ah, kommt sogar die Easy wieder. Das ist ja super. Ah, dann warten wir. Das noch eine Easy im Anhang. Das ist ja super. Dann kommt der nächste. Der wird erstmal ordentlich geheilt. Ja, das ist so jetzt so Standard. Läuft bei mir. Das Standard-Battle jetzt hier. Die kommen einfach mit zwei Easys durch. Das reicht schon. Das reicht schon, wenn die zwei Easys hier oben sind. Die kommen hier locker durch. Einfach halt heilen und zack, das ist die 29. Flagge. Perfekt. Und alle mit Drugs, Alter. Unfassbar, ey. Lohnt es sich überhaupt hier noch zu druggen? Für uns, für die? Das ist jetzt gar nichts mehr. Also es lohnt sich... Ich weiß auch gar nicht, warum die hier noch unbedingt sich heilen müssen. Es lohnt sich ja gar nicht mehr.
Was soll das? Was soll denn das Scheiß noch, außer halt die paar IP hier abstauben? Aber ansonsten, wow. Bringt doch nichts mehr. So, vielleicht haben sie hier überall 100.000 Drugs hingelegt, Drugs-Minen hingelegt. Und freuen sich jetzt ein Cola-Keks. Das ist jetzt die 30. Flagge für die. Also da war ich auch mit 30 Flaggen sehr gut dabei, ne? Ich hätte wetten sollen. Ich hätte auf die Flaggen hier wetten sollen, ey. Mit 30 Flaggen hier. Tja, 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 tja. 12 zu 30. Wow, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Gut, meine KD ist jetzt auch richtig schlecht geworden dadurch. Aber was soll's. Ob das jetzt GG war, eher weniger. Das war eher ein BG. Statt ein GG. Aber gut. Oh, nee, sogar noch die 31. Flagge geholt. Das ist doch super. Die halbe Mannschaft steht hier in der Abwehr. Pff, jeder kommt hier locker durch. Er kann wahrscheinlich sogar eine halbtote Wasp durchkommen, wenn eine Kette sogar weg ist. Das ist dann egal. 48, 48 noch am Ende. Und ich habe ganze 600 Kristalle bekommen. Durch Premium. Wow. Heftiger Scheiß. Ja, raus ist das ist jetzt. Das war eine Blamage für das ganze, für das gesamte Team war das eine Blamage. Macht das wieder besser, Rignan. Ist ja klar.